So, wir haben am Montag gelernt, es gibt die Pflichten in 241 BGB. Und wir haben gesehen, Absatz 1 regelt die Leistungspflichten und Absatz 2 die Rücksichtnahmepflichten. Jetzt die erste Aussage sagt, jedes Schuldverhältnis begründet Leistungspflichten im Sinne von 241 Absatz 1. Wir haben aber schon letzte Woche Donnerstag Schuldverhältnisse kennengelernt, die gerade keine Leistungspflichten begründen. Nämlich welche? Ja? So ist es. Rechtsgeschäftsähnliche Schuldverhältnisse begründen keine Leistungspflichten. Wo stehen denn diese rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisse? Ja? 311 Absatz 2. 311 Absatz 2, da steht ausdrücklich drin, ein Schuldverhältnis mit Pflichten nach 241 Absatz 2, Klammer auf, und nicht nach 241 Absatz 1. Ja? Also einfach. Deshalb, die erste Aussage ist falsch. Es gibt Schuldverhältnisse, die keine Leistungspflichten, sondern ausschließlich Rücksichtnahmepflichten haben. Zweite Aussage, jedes Schuldverhältnis begründet Rücksichtnahmepflichten im Sinne von 241 Absatz 2. Warum ist das nicht zwingend? Woraus können Sie das im Gesetz entnehmen, dass es möglich ist, dass ein Schuldverhältnis keine Rücksichtnahmepflichten begründet? Ja? Ja, in der Tat, 241 Absatz 2 sagt, ein Schuldverhältnis kann Rücksichtnahmepflichten begründen, aber was kann, muss nicht. Sie können in der Klausur 18 Punkte machen. Das heißt aber nicht, dass Sie in der Klausur 18 Punkte machen werden. Das kann, muss nicht zwingend so sein. Leistungspflichten können gegebenenfalls durch Zwangsvollstreckung gegen den Willen des Schuldners durchgesetzt werden. Ja, das ist gerade das Wesentliche. Wir haben gesehen, ich kann den Gerichtsvollzieher losschicken, der dann Sachen wegnimmt. Ich kann möglicherweise den ein Ordnungsgeld auferlegen oder sogar ihn ins Gefängnis schicken, wenn er seine Pflichten nicht erfüllt. Das haben wir gesehen, ist typisch für Leistungspflichten. Ich kann sie erzwingen. Und dann haben wir gesehen, ein Verhalten kann gleichzeitig eine Leistungs- und eine Rücksichtnahmepflicht verletzen, nämlich wann, an welchem Beispiel haben wir das gesehen, dass dasselbe Verhalten gleich gegen zwei Pflichten verstößt. Ja? Ja, bei diesem Bodyguard. Der Bodyguard hat einerseits eine Leistungspflicht, Menschen zu schützen, aber selbstverständlich muss er auch Rücksicht auf die körperliche Integrität und die Freiheit seines Chefs nehmen. Das heißt, die beiden Pflichten laufen parallel und wenn er nicht richtig aufpasst, verletzt er gleich zwei Pflichten auf einmal. Für Sie in der Klausur bedeutet das, Sie müssen sich gucken, welche Pflichten gibt es alle und gegen welche hat er verstoßen. Das können auch mehrere sein. Müssen Sie halt gucken, wogegen man alles verstoßen hat. Ja? Ja, eins, wo es ausdrücklich ausgeschlossen worden ist. Sie können zum Beispiel sagen, ich schließe jegliche Haftung und jegliche Informationspflicht aus, Kauf auf eigene Gefahr oder Schenkung auf eigene Gefahr. Typische Fälle sind halt im Sport, wenn man sagt, ich mache jetzt hier irgendwie Free Climbing, dann kann man vertraglich vereinbaren, ich hafte für nichts, ich bin voll informiert und dann habe ich sozusagen meine Pflicht dadurch erfüllt, dass ich sie irgendwie die Steilwand hochklettern lasse. So, gucken wir weiter. Wir haben ja nicht nur diese Details besprochen, sondern wir haben auch noch über 241 Absatz 2 im Besonderen geredet.
So, fangen wir mit der ersten Aussage an. Jedes Rechtsgut im Sinne von 241(2) ist auch ein Interesse im Sinne dieser Vorschrift. Wir haben darüber gesprochen, dass der Gesetzgeber da eine Art Pyramidenstruktur gemacht hat. Ganz an der Spitze stehen die Rechtsgüter, das heißt die absolut geschützten Positionen, die einer bestimmten Person eindeutig zugeordnet sind. Das sind Leben. Wenn sie jemand ersticht, dann verletzt er ein Rechtsgut, strafrechtlich geschützt durch 211, 212. Das ist der Körper und die Gesundheit. Wenn sie jemand schlägt, verletzt er ihr Rechtsgut, strafrechtlich geschützt durch 223 folgende StGB. Das ist weiterhin ihre Freiheit, strafrechtlich geschützt durch 239. Niemand darf sie im Keller einsperren. Und das ist ihre Ehre. Sie kennen das von einem türkischen Regierungschef. Niemand darf sie beleidigen. Strafrechtlich geschützt durch 186 folgende Strafgesetzbuch. Außer für Präsidenten, da gibt es dann halt 103 folgende. Und der Bundespräsident bei 89. Also manche Leute sind wichtiger als andere. Das sind Rechtsgüter. Jedes Rechtsgut ist gleichzeitig auch ein Recht, logischerweise, denn es ist einer Person zugeordnet, es gibt jemanden, dem dieses Rechtsgut gehört. Rechte sind aber auch zum Beispiel Ansprüche. Wenn Sie mir 100 Euro schulden, habe ich ein Recht, nämlich ein Recht auf 100 Euro gegen Sie. Ich kann auch ein Urheberrecht haben. Wenn ich ein Buch schreibe, habe ich ein Urheberrecht an diesem Buch, das ist ein Recht und das gehört mir. Jedes Rechtsgut, auch der Körper, auch an meinem Körper habe ich ein Recht. Ich kann selber entscheiden, wer mich treten darf. Da habe ich ein Recht. Ja? Jedes Rechtsgut ist auch ein Recht. Aber selbst das ist nicht weit genug. Wir haben den noch weiteren Begriff der Interessen. Interessen bezeichnen Sachen, die so schwach sind, dass die Rechtsordnung sie nicht hinreichend absolut schützen kann. Dazu gehört das Vermögen als solches. Alles, was Sie haben, was irgendwas wert ist, das kann man aber irgendwie nicht greifbar machen. Das heißt, dass Sie 1 Million auf dem Barkonto haben, haben Sie einen Anspruch gegen die Bank. Aber dass Sie insgesamt reich sind, das kann man nicht in ein allgemeines Recht fassen. Dazu gehört auch die Entschließungsfreiheit. Dass Sie nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz tun und lassen können, was Sie wollen, wenn es nicht ein Gesetz gibt, was es Ihnen verbietet, das lässt sich nicht in ein Recht fassen, was man gegenüber anderen durchsetzen kann. Deshalb sagt man, das sind Interessen. Und Interessen fängt alles auf, was es überhaupt gibt. Das ist ein reines Auffangbecken. Für Sie in der Klausur bedeutet das, Sie gucken, ob es ein Rechtsgut ist. Wenn es ein Rechtsgut ist, schreiben Sie einen Satz dahin, er hat das Rechtsgut Leben verletzt, er hat das Rechtsgut Körper verletzt. Punkt. Klar? Wenn es nur ein Recht ist, dann schreiben Sie hin, er hat hier den Anspruch auf Kaufpreiszahlung zunichte gemacht und damit ein Recht verletzt. Sie schreiben nichts über Rechtsgut, das Rechtsgut kommt dann gar nicht. Und Sie schreiben auch nichts über Interesse, weil Interesse brauchen Sie nicht mehr. Und wenn weder das eine noch das andere vorliegt, schreiben Sie nur einen Satz zum Interesse und sagen, hier hat er die Entschließungsfreiheit, also ein Interesse beeinträchtigt. Immer nur das, was passt. Die beiden anderen Sachen brauchen Sie weder zu definieren noch zu subsumieren, wenn sie nicht vorliegen. In Bezug auf Frage 1, jedes Rechtsgut ist ein Recht und jedes Recht ist auch gleichzeitig ein Interesse. Umgekehrt ist nicht jedes Interesse ein Recht, weil das halt der engere Begriff ist. Die zweite Aussage, der Umfang der Rücksichtnahme ist in allen Schuldverhältnissen gleich. Da habe ich versucht, Ihnen am Montag Beispiele zu geben, wovon das abhängig sein kann. Weiß noch jemand, was da so Beispiele sind, welche Kriterien da eine Rolle spielen für den Umfang der Rücksichtnahme? Ja? Zum Beispiel mein eigenes Wissen in dieser Beziehung mit dem anderen Teil oder eben das Wissen des anderen Teils? Genau, der Unterschied in der Fachkenntnis. Wenn Sie besonders naiv sind und der Verkäufer besonders kompetent ist, muss er Sie aufklären, weil er einen erheblichen Wissensvorsprung hat. Wenn Sie umgekehrt ein Fachmann sind, braucht der Verkäufer nicht viel zu sagen, weil er davon ausgehen kann, dass Sie es selber erkennen können. Wenn ein Automechaniker einen Gebrauchtwagen kauft, muss man ihm weniger erklären als einem Laien, als einem Juristen zum Beispiel. Ja? Umgekehrt, wenn man einem Volkswirt, nein, wenn man einem
Finanzfachmann ein Anlageprodukt verkauft, muss man ihm weniger erklären als dem Handwerker. Also, es hängt immer davon ab, wie die Leute sich zueinander verhalten. Gibt es noch weitere Kriterien, die für die Rücksichtnahmepflicht eine Rolle spielen? Ja? Genau, auch der Ort, wo das Schuldverhältnis zustande kommt, spielt eine Rolle. Auf dem Flohmarkt kann man keine vernünftige Beratung erwarten. Oder auch im Internet. Wenn Sie was bei Amazon bestellen, können Sie nicht erwarten, dass Sie vernünftig beraten werden. Umgekehrt, wenn Sie in einen Fachhandel gehen, zum Optiker, um sich eine Brille anpassen zu lassen, können Sie erwarten, dass dieser Optiker Sie vernünftig informiert. Wenn der Ihnen also Kontaktlinsen verkauft, muss der Ihnen auch die Risiken erklären. Wenn Sie in die Apotheke gehen, können Sie erwarten, dass der Apotheker Sie informiert über Risiken und Nebenwirkungen der Medikamente. Denn deshalb sagen ja Werbung auch immer, über Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Ja? Umgekehrt, wenn Sie Ihre Medikamente am Bahnhof in der Unterführung bei irgendwelchen Leuten kaufen, die Sie komisch angucken, können Sie nicht erwarten, dass Sie die über die Risiken und Nebenwirkungen informieren. Ja? Also der Ort spielt eine große Rolle. So, also Sie sehen, Rücksichtnahmepflichten sind nicht immer gleich, die hängen vom Kontext ab. Die Verletzung von Rücksichtnahmepflichten führt zu einer Schadensersatzhaftung. Ja, nämlich nach welcher Regelung? Wonach haften Sie auf Schadensersatz, wenn Sie Rücksichtnahmepflichten verletzen? Ja? 280 Absatz 1, unsere Lieblingsanspruchsgrundlage. Immer wenn eine Rücksichtnahmepflicht verletzt wird, haften Sie nach 280 Absatz 1 auf Schadensersatz. Letzter Punkt, sobald alle Leistungspflichten erfüllt sind, erlöschen auch die Rücksichtnahmepflichten. Und ich habe Ihnen gesagt, diese Rücksichtnahmepflichten, die dauern an, die nehmen vielleicht etwas ab, aber die bestehen fort. Und ich habe Ihnen gesagt, warum das so ist, mit einem Beispiel, nämlich in welchem Beispielsfall braucht man Rücksichtnahmepflichten, obwohl schon übergeben übereignet ist zum Beispiel. Sie gehen in den Laden und kaufen sich einen Marsriegel. Genau. Ja. Also selbst dann kann es eine Informations- und Warnpflicht geben. Sie kaufen den Marsriegel im Geschäft und haben keine Ahnung, dass er gefährlich ist. Das kommt hinterher raus. Dann muss der Verkäufer Sie nachträglich darüber informieren, dass die Sache möglicherweise gefährlich ist, obwohl er schon eigentlich alles getan hat, was er tun musste. So einfach ist das. So. Gucken wir nochmal auf unseren Gesamtplan. Das haben wir gemacht mit den Pflichten. Heute, wie müssen Pflichten erfüllt werden? Und am Montag wird es dann richtig schwierig. Da geht es dann um unbestimmte Leistungsgegenstände. Sie haben letztes Semester ganz lange gesprochen über Essentialia Negotii und man muss genau wissen, was man bekommt. Jetzt lernen Sie, das stimmt gar nicht. Man kann das nämlich auch offen lassen. Sie sehen, im zweiten Semester wird alles anders als im ersten. So, machen wir weiter mit unserem Punkt. Wie muss ich leisten? Ja, wie muss man leisten? Ganz einfach. Gucken wir in 266. Dann sagt er uns, der Schuldner ist zu Teilleistungen nicht berechtigt. Das bedeutet, auf Deutsch gesagt, wenn Sie 1.000 Euro bezahlen müssen, können Sie nicht sagen, ich zahle heute 10, morgen 10, übermorgen 10, überübermorgen 10, bis irgendwann die 1.000 Euro da sind, sondern Sie müssen grundsätzlich die kompletten 1.000 Euro auf einen Batzen bezahlen. Wenn Sie 1.000 Flaschen Mineralwasser bestellen, dann reicht es nicht, wenn Ihnen 50 jeden Tag geliefert werden, sondern Sie müssen alle 1.000 Flaschen zum selben Zeitpunkt kriegen. Das sagt 266. Natürlich können Sie was anderes vereinbaren. Der typische Fall ist eine Ratenzahlungsvereinbarung. Sie sagen, ich zahle jeden Monat eine Rate von X. Dann haben Sie davon abgewichen.
Sie können das sogar konkludent machen und sagen, ich nehme jedes Geld, was ich kriegen kann, ich brauche es ja, dann können Sie das auch einfach so durch Ihr Verhalten zum Ausdruck bringen. Warum ist das so? Weil der Gesetzgeber sagt, es können sich Leute dadurch belästigt fühlen, dass ständig ihre Schuldner vor der Tür stehen und sagen, ich habe da noch einen Euro gefunden, ich zahle schon mal wieder was. Der Grundsatz ist, man soll das einmal abwickeln, da hat man seine Ruhe. Es gibt weitere Ausnahmen im Darlehensrecht, weil der Gesetzgeber gesagt hat, die armen Verbraucher, die ein Bankdarlehen haben, sollen, wenn sie mal zu Geld kommen, dieses Darlehen auch früher tilgen können. Das gucken wir uns aber dann an, wenn wir uns mit dem Darlehen beschäftigen. Das Ganze ist deshalb wichtig, weil wenn der Schuldner kommt und einen Teilbetrag erbringen will, kann der Gläubiger sagen, ich nehme das nicht an. Hau ab, nimm es wieder mit. Und das kann er machen, ohne dass man ihm einen Vorwurf machen kann, weil es ein gutes Recht ist. Und wenn der Schuldner dann sagt, der wollte es ja gar nicht haben, hat der Schuldner Unrecht, denn der Gläubiger durfte es ablehnen. Dummerweise ist im BGB nicht so einfach, wie es scheint. Wir haben uns schon 242 BGB angesehen in Bezug auf diese Formvorschriften. Diejenigen, die schon eine AG gehabt haben, haben hoffentlich den Fall 1 gemacht, wo diese Problematik im Hinblick auf den 311b nochmal wiederholt wurde. Die anderen haben das halt dann heute Nachmittag in ihrer AG. Der 242 spielt aber nicht nur eine Rolle bei Formvorschriften, sondern auch hier bei unserem 266. Und dazu habe ich Ihnen diesen tollen Fall mitgebracht. Ein Drama wie im Fernsehen, könnte man sagen. Also, der K. hat was gekauft für 100.000 Euro und schuldet dem Verkäufer V. deshalb 100.000 Euro. Und die beiden vereinbaren, dass K. am 2. April um Punkt 13 Uhr V. die Schulden in kleinen Scheiben zurückzahlt. Das klingt schon so ein bisschen nach illegalen Geschäften, aber das können sie vereinbaren. Der K. kommt also mit seinem Geldkoffer, mit einem großen Paket 5-Euro-Scheine und beim Nachzählen stellt V. fest, es fehlen exakt 5 Euro. Es sind also in diesem Koffer 99.995 Euro und es fehlen 5. Und daraufhin sagt der K., ja, ist schlecht, ich habe kein Bargeld dabei und habe keine EC-Karte dabei. Ich gehe mal kurz nach Hause, hole dir die 5 Euro, bin gleich wieder da. Daraufhin sagt der V., nee. Also hier so 99.995 will ich ja nicht, ich will ja 100.000. Nimm mal deinen Geldkoffer wieder mit. Und dann kommen mit den kompletten 100.000 vorbei. Daraufhin sagt der K., weißt du, du lebst hier in einem dubiosen Viertel, drumherum sind schon die düsteren Leute, die mir immer auflauern, ich habe eigentlich keine Lust, mit diesem Geldkoffer durch die Gegend zu laufen. Daraufhin sagt der V., das ist ja nicht mein Problem, hätte mal zu Hause richtig gezählt, hätte ich 100.000 ja gehabt. Also komm wieder mit genau dem richtigen Betrag. Und es kommt, wie es kommen muss. Der geht nach Hause durch die Seitengassen und es lauert ihm eine Räuberbande auf, die schlägt ihn nieder und nimmt den Geldkoffer mit den 99.995 Euro in 5-Euro-Scheinen. Dann kommt er nach Hause, findet seine 5 Euro und nimmt diese 5 Euro und geht mit denen zu V und sagt, tja, ich wollte dir eigentlich 100.000 mitbringen, aber der Geldkoffer mit den 99.995 Euro, der ist leider geklaut. Aber die 5 Euro habe ich noch. Und der V. fragt sich, habe ich einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro gegen K. Mit der Folge, dass er die 5 Euro wieder ablehnen kann. Und das ist relativ einfach vom Anfang. Denn wie lautet unser Obersatz für diesen Fall? Ja, das ist ja nicht schwierig, hier ist schon eine Frage drin. Ja? So ist es. V
könnte gegen K einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro aus § 433 Absatz 2 BGB haben. Gut, These aufgestellt. Frage, was brauchen wir denn dafür? Was ist unsere erste Voraussetzung, die wir hier prüfen müssen? Ja? Ja, es müsste ein Kaufvertrag zwischen V und K bestehen. Hier besteht unproblematisch ein Kaufvertrag. Damit ist der Anspruch entstanden. Ist unsere Klausur damit beendet und können sagen, ja, Pech gehabt? Ja? So ist es. Der Anspruch dürfte nicht untergegangen sein. Und die Frage ist jetzt, wonach gehen Ansprüche unter? Und das ist etwas schwierig, weil wir das noch nicht besprochen haben. Und es gibt da zwei wesentliche Regelungen, die wir uns jetzt mal angucken. Die eine ist 362 Absatz 1 BGB. Wann erlischt danach ein Anspruch? Ja? Ja, hier steht ausdrücklich drin, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Was ist hier die geschuldete Leistung? Ja? Die Zahlung von 100.000 Euro. Ist diese Leistungspflicht bewirkt? Hat er 100.000 Euro gezahlt? Nein, hat er nicht. Also können wir schon mal feststellen, die Leistung ist nicht nach 362 Absatz 1 untergegangen, weil er hat seine Pflicht nicht erfüllt. Aber es gibt eine zweite Untergangsnorm. Wenn Sie irgendwas mitnehmen außer 280 dieses Semester, nehmen Sie die zweite Norm auch noch mit. Und das ist 275 Absatz 1 BGB. Und 275 Absatz 1 BGB sagt, der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. Also müssen wir uns jetzt fragen, ist es für K unmöglich, 100.000 Euro zu zahlen? Was sagen Sie dazu? Ja? Ja, man könnte sagen, er hatte 100.000 Euro, die sind ihm aber abgenommen worden, zu Hause hat er kein Geld mehr, also kann er nicht mehr zahlen. Aber... Ja, er schuldet ja nicht genau den Koffer, er schuldet ja 100.000 Euro. Wo er die 100.000 Euro herkriegt und welche 100.000 Euro Scheine er nimmt, ist ja völlig egal. Wenn er wie Dagobert Duck einen Geldspeicher hat, greift er nochmal rein, nimmt die nächsten 100.000 raus. Aber was würden Sie denn sagen, wenn er wirklich nur 100.000 Euro hatte und sein ganzes Geld von der Bank abgehoben hat, jetzt komplett pleite ist und mit diesem Geldkoffer alles, was er jemals hatte, darüber gebracht hat und jetzt hat er keine 100.000 Euro mehr? Wäre es dann unmöglich? Ganze Geld ist weg. Alles im Koffer gewesen. Er könnte ein Darlehen aufnehmen. Jetzt frage ich mal, wenn Sie Bank wären, würden Sie dem ein Darlehen geben? Mal so ein Test. Würden Sie ihm ein Darlehen geben? Nein. Was würden Sie denn tun? Ja? Och, Eigentum. Ja. Wissen Sie, wenn er nicht gerade hier irgendwelche Autos und Luxusvillen lagert, ist er auch blöd mit Pfänden. Was machen Sie denn? Die denken viel zu kurzfristig. Denken Sie mal langfristig. Ja, der kann einfach mal ein paar Jahre arbeiten, bis er wieder 100.000 Euro hat. Sie müssen berücksichtigen, Sie müssen das Geld ja nicht sofort zahlen. Sie haben ja theoretisch bis zum Ende der Verjährung Zeit.
Und solange kann der Gläubiger jeden Tag nachfragen, wo bleibt mein Geld? Und wenn kein Geld da ist, dann kann er wieder nachfragen. Und wenn er schlau ist, erwirkt er sich einen Mahnbescheid und den kann er dann vollstrecken, hat er 30 Jahre Zeit. In den 30 Jahren kommt jeder irgendwann mal zu 100.000 Euro. Und notfalls kann er da auch immer Häppchen nehmen. Also wenn er vollstreckt, kriegt er immer auch Häppchen. Also jeder Mensch kommt irgendwann wieder zu Geld. Ja, was ist mit der Vereinbarung? Was passiert, wenn er später zahlt? Ich frage mal nur so. Was passiert, wenn er den Termin verpasst? Das kann ja passieren im Leben. Dann kommt er in Verzug. Das heißt aber nicht, dass er nicht mehr zahlen muss. Was denkt denn passiert, wenn man in Verzug gerät, so aus eigener Erfahrung? Ja, Sie müssen Verzugszinsen zahlen, 288 BGB, 5% über den Basiszinssatz. Das heißt, Sie müssen das mit 5% pro Jahr verzinsen. Das ist momentan schlecht. Also, momentan ist es eine ganz gute Geldanlage, aber das liegt aber die Zinsen, die niedrig sind. Also, die einzige Folge ist, Sie müssen dann noch mehr zahlen. Sie müssen dann 5% noch draufschlagen für jedes Jahr, wo Sie nicht gezahlt haben. Ansonsten passiert aber nichts Schlimmes. Ein bisschen Bestrafung muss halt sein. So, also man kommt eigentlich immer wieder zu Geld und deshalb, Geld wird nie unmöglich. Menschen können durch Arbeit Geld erwirtschaften und deshalb, Geld kann eigentlich nie unmöglich werden. Da wäre der Fall schon wieder zu Ende. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, was hier mit mit Teilleistungen ist. Da muss auch irgendwie noch der Witz kommen. Und der kommt jetzt. Jetzt brauchen wir noch eine weitere Norm dazu. Es ist wie Weihnachten hier, kommt noch eine dritte Norm dazu. Und diese Norm ist Paragraph 300. Endlich mal eine glatte Zahl, könnten Sie sagen. Absatz 2. Die Norm ist jetzt total schwer zu verstehen. Deshalb müssen wir jetzt mal ein bisschen genauer aufpassen. Wird eine nur der Gattung nach bestimmte Sache geschuldet, so geht die Gefahr mit dem Zeitpunkt auf den Gläubiger über, in welchem er dadurch in Verzug kommt, dass er die angebotene Leistung nicht annimmt. Blöder kann man es kaum formulieren. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, jemand, der was nicht annimmt, riskiert, dass er es auch nie bekommen wird. Das ist die schlichte Aussage. Wenn Sie die Annahme verweigern, riskieren Sie, dass Sie gar nichts bekommen. Das meint er mit Gefahr. Die Gefahr des Untergangs trägt nicht mehr derjenige, der leisten muss, der Schuldner, sondern die Gefahr, dass er es nicht bekommt, trägt auf einmal der Gläubiger. Wenn Sie noch gucken, hat die eine Voraussetzung, die Sie noch nicht verstehen, alle anderen müssten Sie verstehen, nämlich eine nur der Gattung nach bestimmte Sache. Das meint normalerweise, wenn Sie sagen, ich hätte gerne einen aktuellen VW Golf, dann gibt es viele VW Golf, die diese Voraussetzung erfüllen. Das heißt, Sie haben durch das Kriterium VW Golf gesagt, welche Art von Auto Sie haben wollen. Welches konkrete Auto Sie können, kann der Verkäufer entscheiden, wo er es herkriegt, welche Farbe und ähnliches. Das nennt man eine Gattungsschuld. Solange der andere entscheidet, was er kriegt. Das machen wir am Montag. Geldschulden sind keine Gattungsschulden, aber sie werden wie solche behandelt. Das ist ein bisschen wie im Strafrecht, Sie kennen das mit 90a BGB, Tiere sind keine Sachen, aber wir behandeln sie wie Sachen, außer es gibt Tierschutzrecht. Ja? Kennen Sie vielleicht aus dem Strafrecht oder auch nicht? Strafrecht interessiert keinen, sehen Sie. So, ja, 90a hier Geldschulden sind keine Gattungsschulden, sie werden aber wie solche behandelt und deshalb findet diese Regelung darauf Anwendung. Dann müssen wir uns also nur noch fragen, liegt die Voraussetzung vor, dass der Gläubiger dadurch in Verzug gekommen ist, dass er die angebotene Sache nicht annimmt. Und weil das keiner versteht, hat der Gesetzgeber das nochmal konkretisiert in 294. Sehen Sie, das BGB ist toll, da gibt es viele Paragraphen. Das ist nicht wie im Strafrecht, wo man so alles einem Paragraphen nachlesen kann und das ist einfach.
Hier haben wir viele Paragraphen, fast wie im öffentlichen Recht. So, 294, die Leistung muss dem Gläubiger so, wie sie zu bewirken ist, tatsächlich angeboten werden. Und jetzt kommt endlich unser 266, nämlich an welchem Wort wissen Sie, dass es jetzt um 266 geht? In unserem 294, wo ist die Anknüpfung für 266? Ja? So, wie sie zu bewirken ist. Und wie sie zu bewirken ist, regeln 266, 267, 268, 269, 270 und 271. Ja? Frage, wurde hier gegen irgendeine dieser Vorschriften verstoßen? Und da der Fall jetzt bei 266 steht, liegt nahe, dass gegen welche Vorschrift verstoßen wurde? Gegen 266, nämlich warum? Ja? Er hat eine Teilleistung erbracht. Er hätte den kompletten Betrag zahlen dürfen und nach 266 darf er keine Teilleistungen erbringen. Damit hat er die Leistung nicht wie geschuldet erbracht und damit wäre auch unser 300 Absatz 2 nicht gegeben und damit wäre die Gefahr nicht übergegangen. Damit lägt die Gefahr, dass die Sache zerstört wird, weiterhin bei unserem K, bei unserem Schuldner. Finden wir dieses Ergebnis gut? Sagen wir mal so, sagen wir, doch selber schuld, hätte mal abzählen sollen. Warum haben wir ein Problem mit diesem Ergebnis? Genau. Wir sagen, der V ist eigentlich ein Schwein. Der schickt den armen K durch die gefährliche Gegend mit dem Geldkoffer. Und hinterher sagt er, ja, kann ich ja nichts für. Das kann nicht sein. Und welche Norm hilft uns immer dann, wenn wir sagen, das kann nicht sein? 242. Und welche beiden Voraussetzungen prüfen wir bei 242 immer? Was habe ich dazu gesagt? Wir müssen zwei Stufen prüfen. So ist es. Wir müssen Treuwidrigkeit prüfen und Schutzbedürftigkeit. Hier muss also der V treuwidrig gehandelt haben und der K muss schutzbedürftig sein. Was ist das treuwidrige Verhalten des V? Dass er das Geld nicht annimmt. Das, ja? Ja, in der Tat, er hätte das annehmen können und der Differenzbetrag ist nicht so hoch, dass es ihm sozusagen total wehgetan hätte, dass er mit rechnen müsste, der kommt jetzt mit 1 Cent Münzen und zahlt den Rest in Cent Münzen. Das heißt, die Gefahr, der sich ausgesetzt hat, war minimal und deshalb hätte er mit leben können. Jetzt die nächste Frage, warum ist denn der K schutzbedürftig? Der ist ja genauso schuld, der hätte das Geld ja auch vernünftig abzählen können. Warum ist unser K schutzbedürftig? Ja? Ich kenne jetzt die Idee, dass er immerhin 100.000 Euro zu bezahlen hat. Und wenn ich die verloren hätte, dann hätte er dazu verpflichtet, dann nochmal 100.000 Euro zu bezahlen, wenn es schon eine große Familie sein müsste. So ist es. Das Risiko, das der K hier trägt, dass er nochmal 100.000 Euro zahlen muss, ist im Verhältnis zu dem Aufwand, den der V dadurch hat, dass er jetzt die 99.000 annimmt, unverhältnismäßig hoch. Das heißt, wir können dem armen K nicht zumuten, dass er dieses Risiko trägt. Anders wäre es, wenn er sich absichtlich nur mit der Teilsumme auf den Weg gemacht hätte. Anders wäre es auch, wenn der Unterschied enorm gewesen wäre. Wenn er, was ich mit 10.000 Euro gekommen wäre, hätte man sagen müssen, da kann nicht damit rechnen, dass der V das annimmt. Aber bei so kleinen Abweichungen und der Gefahr, dass das Geld verloren geht, muss der Gläubiger auch die Teilzahlung annehmen. Also merken Sie sich, auch der 266 kennt eine Ausnahme, nämlich wenn es treuwidrig wäre und der Schuldner besonders schutzbedürftig ist. Toll.
Aber wenn Sie gut aufgepasst haben, natürlich besteht noch ein Anspruch des V gegen K, nämlich in Höhe von 5 Euro. Verloren gegangen sind nämlich nur 99.995 Euro. Das heißt, auch nur in Bezug auf diesen Betrag ist die Leistung unmöglich geworden. Ja? 275 sagt ausdrücklich, soweit sie unmöglich geworden ist. Und in Bezug auf 5 Euro kann der K noch leisten, denn die hat er ja ohnehin nicht verloren. Das heißt, in der Klausur würde Ergebnis das lauten, V hat gegen K keinen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro, jedoch hat er einen Anspruch auf Zahlung von 5 Euro aus 433.2. Man kann es auch kurz fassen, V hat gegen K nur einen Anspruch auf Zahlung von 5 Euro aus 433.2. Die erste Ausnahme, wie gesagt, geringfügige Abweichungen, wenn dem anderen das zumutbar ist. Das zweite ist, wenn es zu einer reinen Formalie wird und die andere Leistung völlig uninteressant ist für den Gläubiger, dann kann man auch darauf verzichten. Das sind die beiden Gestaltungsvarianten. Kommen wir nun zum nächsten Paragraphen. Das war 266. Der nächste Paragraph regelt das Wer. Wir haben gerade über das Wie gesprochen, jetzt kommt das Wer. Und auch dazu habe ich Ihnen einen kleinen Fall mitgebracht. Es gibt den S. S könnte Sohn oder Schuldner heißen. Und der S schuldet G 100.000 Euro Kaufpreis. Der S weigert sich jedoch, das Geld zu bezahlen und fordert G auf, ihn doch zu verklagen. Sie kennen das, verklag mich doch, sagt er. Und M, die Mutter des S, ist das Ganze peinlich. So sind Mütter. Und sie geht ohne Wissen ihres Sohnes mit dem Betrag in bar zu G. Die Leute haben immer große Geldbeträge im Koffer. G meint, nein, das sind hier Ehrenschulden und die soll der S gefälligst persönlich bezahlen und nimm mal dein Geld mit und geh nach Hause. Es kommt, wie es kommen muss. Die Mutter wird überfallen auf dem Weg nach Hause und die ganzen 100.000, die sie im Koffer dabei hatte, gestohlen. Also sie fragen sich, warum laufen da immer so viel Bargeld rum? Die werden ständig überfallen. Und auch hier unsere Frage wieder, hat G gegen S einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro aus 433.2 BGB? Und jetzt können wir wieder genauso anfangen wie eben. Wie lautet unser Obersatz? Also nicht schwierig. Ja? So ist es. G könnte gegen S einen Anspruch auf Zahlung von 100.000 Euro aus 433 Absatz 2 haben. Und dann kommen wieder unsere erste Voraussetzung, nämlich, was schreiben wir dazu? Jura ist wie Mathe, das ist immer das Gleiche. Ja? Ja. Und was sagen wir dazu? Ja. Es müsste ein Kaufvertrag zwischen I und S bestehen. Hier besteht ein solcher Kaufvertrag, damit ist der Anspruch entstanden. Was prüfen wir dann als nächstes? Ja? Der Anspruch könnte wieder untergegangen sein. Und jetzt kommt wieder unsere erste Überlegung. Wonach könnte der untergegangen sein? Nach 275 Absatz 1 BGB, dann gucken wir wieder rein, dazu müsste dem S die Zahlung von 100.000 Euro unmöglich sein. Und Sie denken sich jetzt, wieso denn? Der hat doch gar keine 100.000 jemals in der Hand gehabt. Und dann gucken wir wieder in unseren Paragraphen 300 Absatz 2 und der sagt uns, die Gefahr geht aber über, wenn der G zu Unrecht die Annahme verweigert hat. Ja, unser böser G, der verweigert immer die Annahme. Und wir fragen uns, wann darf man die Annahme verweigern? Und das können Sie wieder in 294 sehen, nämlich dann, wenn die Leistung nicht so angeboten wird, wie sie zu bewirken ist. Und jetzt fragen Sie sich, wie ist die Leistung zu bewirken?
Und da gucken wir in 267. Und was sagt uns der 267? Ja? 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 Also, Absatz 1, Satz 1 sagen zunächst mal, jeder kann fremde Schulden bezahlen. Also, wenn Sie nett sind, können Sie meine Schulden alle bezahlen, ich bin dann glücklich. Das dürfen Sie, sagt Satz 1. Satz 2 sagt dann, der Schuldner, also in unserem Fall der S, darf nicht sagen, das möchte ich aber nicht. Der S kann nichts dagegen tun, dass jemand seine Schulden bezahlt. Also wenn Sie ein großer Fan von irgendwelchen Telefonsex-Hotlines sind, dann kann Ihr Nachbar da Ihre Schulden bezahlen und kann dann sagen, ha, mein Nachbar hier, ich habe dessen Telefonsex-Schulden bezahlt. Ja? Sie können das nicht verhindern, dass jemand Ihre Schulden bezahlt. Da haben Sie keine Möglichkeit zu. Das war Absatz 1. Aber wo es einen Absatz 1 gibt, gibt es einen Absatz 2. Und was sagt uns Absatz 2? In Bezug auf unseren Fall? Dass der Gläubiger ablehnen kann, wenn der Schuldner vorher widersprochen hat. So ist es. Der Gläubiger, also unser G, kann die Annahme verweigern, wenn der Schuldner widersprochen hat. Jetzt hat in unserem Fall der Schuldner widersprochen, der Sohn, hat er gesagt, Mama zahl nicht. Nö, der hat gar nicht gesagt, der hat gar keine Ahnung davon. Der S wusste nichts von der Zahlung. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, was ist denn, wenn der Schuldner nicht widersprochen hat? Was sagt uns der Absatz 2 für die Variante, dass nur der Gläubiger sagt, ich will nicht und der Schuldner gar nichts gesagt hat? Ja, dann darf er nicht ablehnen, das heißt dann so ist es. Er darf nicht ablehnen. Der Gläubiger darf nur ablehnen, wenn der Schuldner widersprochen hat. Das heißt, in unserem Fall hätten sowohl G als auch S sagen müssen, wir möchten nicht, dass Mutter zahlt. Solange nur einer von den beiden das sagt, ist das völlig egal. Wenn nur S das sagt, bringt das nichts, sagt uns Absatz 1, Satz 2. Wenn nur G das sagt, bringt das auch nichts, sagt uns Absatz 2. Also so oder so schlecht gelaufen. Einverstanden? Also für unseren Fall bedeutet das, die Leistung wurde hier, dadurch, dass M sie angeboten hat, so wie geschuldet angeboten. Das heißt, die Voraussetzung von 294 liegt vor. Damit hätte der Gläubiger die Annahme nicht verweigern dürfen. Und damit trägt er nach 300 Absatz 2 wieder die Gefahr, dass die Sache verloren geht. Und das ist hier dummerweise passiert. Also ist der Sohn von seiner Leistungspflicht frei geworden. Sie müssen sich also im Geiste in 267 Absatz 2 das Wort nur hinzudenken. Ja? Nur dann, wenn der Schuldner auch widersprochen hat. Ansonsten gerade nicht. Ja? Aber wenn man den Absatz 2 nochmal liest, heißt das, er könnte die Leistung noch annehmen, wenn der Schuldner widersprochen hat? Ja. Also wenn der Schuldner sagt nein, kann der Gläubiger sagen, ist mir doch egal, was du sagst, ich nehme das Geld. Das ergibt sich aus dem Absatz 1, Satz 2 auch. Der Widerspruch des Schuldners ist völlig egal, außer wenn auch der Gläubiger sagt nein. Also es müssen immer beide nein sagen. Das sagt uns die Regelung insgesamt. Gut. Wichtig, die meisten Pflichten müssen Sie nicht persönlich erfüllen. Es gibt davon gewisse Ausnahmen. Und die Ausnahmen finden Sie im Arbeitsrecht zum Beispiel. Wenn ich hier eine Vorlesung halten muss, kann ich Ihnen nicht meine Schwester hinschicken, die Logopädin ist.
Die mag Ihnen auch viele Rechtsfragen aufwerfen, aber vielleicht lernen Sie dann andere Sachen. Dasselbe gilt aber bemerkenswerterweise auch beim Auftrag. Wenn Sie irgendjemanden beauftragen und sagen, helf mir doch beim Umzug, ja, die wollen umziehen und sagen, helf mir die Kisten tragen, dann kann der nicht einfach jemand anderen schicken und sagen, der kommt an meiner Stadt. Selbst wenn der kein Geld dafür kriegt, kann man das nicht ersetzen. Und das Ganze gilt auch bei der Verwahrung. Wenn Sie was Ihrem besten Freund zur Aufbewahrung geben, kann er es nicht irgendwo anders abgeben und dann sagt, ich bin raus. Auch das geht nicht. Der muss zugegangen sein, denn sonst kann der Gläubiger sich nicht darauf berufen. Das ist die Idee. Ja, also wie gesagt, höchstpersönliche Pflichten sind relativ selten, aber es gibt sie. Sie können auch beim Kaufvertrag direkt reinschreiben, ich bin der Einzige, der zahlen darf. Dann haben Sie auch nie ein Problem. Sie können den Widerspruch sozusagen vorwegnehmen, indem Sie vereinbaren, nur ich zahle. Dieser Widerspruch ist keine Willenserklärung, weil er keine Rechtsfolge auslöst, sondern er ist eine geschäftsähnliche Handlung. Das haben Sie vielleicht auch im ersten Semester schon mal gehört, mit der Kundgabe einer Innenvollmacht. Wenn Sie sagen, ich habe dem sowieso eine Vollmacht erteilt, ist das keine Willenserklärung, weil Sie wollen damit keine Folgen auslösen, sondern Sie haben die Folge schon vorher gesetzt. Derjenige, der leistet, muss genauso wie geschuldet leisten. Der darf auch keine Teilzahlungen leisten, der darf auch nicht was anderes leisten. Der kann nicht sagen, statt der 100.000 Euro bekommst du mein Auto. Der muss genau das leisten, was vereinbart ist, während der Schuldner noch eine gewisse Verhandlungsgrundlage hat. Der kann auch ein paar andere Sachen anbieten. Der kann sagen, okay, ich habe keine 100.000 Euro, aber meine Barbie-Puppe aus dem Jahr 1905, die kannst du stattdessen haben. Die ist genauso viel wert. Wichtig ist, man kann auch nicht aufrechnen. Wenn in unserem Fall zum Beispiel der G der Mutter auch 100.000 Euro geschuldet hätte, hätte die Mutter nicht sagen können, komm, verrechnen wir das mal. Sie muss dem 100.000 Euro in Cash geben. Hat sie keine Wahl. Eine Sache muss die Mutter aber haben. Sie muss die Vorstellung haben, dass sie eine Schuld ihres Sohnes bezahlt. Wenn sie meint, das wäre ihre eigene Schuld, dann ist das kein Fall von 267. Also derjenige, der leistet, muss zumindest die Vorstellung haben, er zahlt auf eine fremde Schuld und nicht seine eigenen Schulden. Und das führt uns zu einem gewissen Problem. Es gibt einen Meinungsstreit im Hinblick auf die Frage, kann man diesen Willen ändern? Wenn man ursprünglich gesagt hat, ich will meine eigenen Schulden bezahlen, dann erfährt man, man hat gar keine eigene Schuld und sagt, na gut, dann zahle ich halt eine fremde Schuld. Ob dann mit Rückwirkung die Zahlung als eine Zahlung auf fremde Schuld gilt. Ja? Also Sie sagen rückwirkend, ach, ich möchte doch nicht meine eigenen Schulden zahlen, sondern fremde. Und die richtige Auffassung sagt, das führt zu sehr ungerechten Ergebnissen. Warum? Weil der Schuldner dadurch keine Chance mehr hat, selber die Aufrechnung zu erklären gegenüber dem Gläubiger. Er kann also nicht sagen, hör mal, ich schulde dir 100.000 Euro, du schuldest mir 100.000 Euro, verrechnen wir, sind wir quitt. Das kann er deshalb nicht sagen, weil die Schulden ja schon bezahlt sind von jemand anderem. Und möglicherweise muss er diesem jemand anderen, der bezahlt hat, seinerseits 100.000 Euro zahlen. Das ist für ihn schlechter. Im einen Fall hätte er verrechnen können, jetzt muss er erstmal 100.000 auftreiben, um die wieder zu bezahlen. Das zweite Problem ist, bisher haben wir Ansprüche aus Kaufvertrag gehabt. In dem Moment, wo Sie bei diesen komischen Zahlungen durch dritte Personen sind, landen Sie im Bereicherungsrecht. Und Bereicherungsrecht hat zwei große Nachteile. Der erste große Nachteil ist, dass Sie das noch nicht gelernt haben und nächstes Semester werden Sie lernen, das ist das Schwierigste vom Schwierigen. Das versteht kein Mensch, geschweige denn der normale Bürger auf der Straße. Das andere Problem dabei ist,
relativ leicht zu finden, wenn Sie mal 818 Absatz 3 BGB lesen. Dann sagt 818 Absatz 3, Sie müssen keinen Ersatz für Bereicherung leisten, wenn das Geld verfressen worden ist, verspielt worden ist, versoffen worden ist oder sonst irgendwie verschwendet worden ist. Das heißt, wenn das Geld nicht mehr vorhanden ist, haben Sie keinen Anspruch mehr. Und das ist relativ schlecht, weil diese Ansprüche einfach davon abhängig sind, dass noch was da ist. Und das ist für Sie sehr unsicher. Vertragliche Ansprüche sind dagegen deutlich sicherer. So, das habe ich Ihnen auch nochmal hier auf dieser Folie als Problem aufgezeigt. Was ist das Problem, wenn Sie fremde Schulden zahlen? Das, was jeder Mensch auf der Straße denken würde, ist, wenn ich die Schulden meines Nachbarn zahle, kann ich von meinem Nachbarn verlangen, dass er mir das Geld zurückgibt. Dafür finden Sie aber in 267 gar nichts. Sie können die Norm dreimal lesen, da steht nicht drin, Sie kriegen Ihr Geld dann vom Schuldner zurück. Der Dritte, der zahlt, hat die fremde Schuld getilgt, er kriegt sein Geld, aber erstmal grundsätzlich nicht wieder. Wenn er gedacht hat, er hätte eine eigene Schuld, kann er nach 812 das Geld zurückholen, wenn der Gläubiger es nicht verfressen, verspielt, versoffen hat. Wenn das passiert, hat er Pech gehabt. Das Zweite ist das Einfachere, wenn er vereinbart hat, dass er fremde Schulden zahlt, kann er aus diesem Vertrag natürlich die Rückzahlung verlangen. Sie können vertraglich alles vereinbaren, unter anderem, ich zahle deine Schulden und du zahlst mir es dann. Das hat man zum Beispiel bei Kreditverträgen, bei einer Umschuldung. Sie holen sich einen neuen Kredit von Bank B, zahlen das Darlehen bei Bank A zurück und haben dann ein neues Darlehen. In allen anderen Fällen landen Sie im dritten Semester bei den gesetzlichen Schuldverhältnissen und müssen dann prüfen, diese Geschäftsführung ohne Auftrag, und müssen dann prüfen, ob es im Interesse und mit Willen erfolgt ist oder noch schlimmer im Bereicherungsrecht und müssen dann gucken, ob derjenige, dessen Schulden Sie bezahlt haben, dadurch bereichert ist, dass er jetzt niemandem mehr was schuldet. Und das hängt davon ab, wie hoch die Chance war, dass bei ihm was eingeklagt werden könnte. Sie sehen also, das ist ganz, ganz schwierig und deshalb steht da oben rechts in der Ecke, kommt das in der Klausur nicht dran. Ebenfalls nicht an der Klausur drankommt, 268. 268 ist eine Ergänzung zu 267 und der sagt, wenn jemand hingeht und anfängt, Ihre Sachen zu fänden, die Sie schon gekauft haben. Sie haben einen Kaufvertrag geschlossen über das Auto von V. Aber V hat Ihnen das Auto noch nicht übergeben und übereignet. Und jetzt kommt irgendjemand und schickt den Gerichtsvollzieher los. Und der Gerichtsvollzieher geht hin und klebt auf das Auto, was Sie haben wollen, ein Pfandsiegel drauf. Und dann wird das Ding irgendwann zwangsversteigert. Dann ist das für Sie schlecht, weil Sie werden dann nicht Eigentümer. Das Auto ist dann weg und wird verkauft. Dann sagt 268, Sie können hingehen und die Schulden bezahlen, damit der Gerichtsvollzieher wieder weggeht und keine Autos verkauft. Und der wesentliche Unterschied zu 267 ist, hier darf der Schuldner nicht widersprechen, weil es um Ihr Auto geht. Weil Sie das Auto noch nicht kriegen können, darf er nicht widersprechen. Und hier müssen Sie das Geld auch nicht in bar bezahlen, hier dürfen Sie auch aufrechnen und das Wichtigste, 268.3, wenn Sie hier die Schulden bezahlen, sagt das Gesetz, kriegen Sie das Geld auch wieder zurück. Dann können Sie den Verkäufer verklagen auf Zahlung des Geldes, was Sie an den Gerichtsvollzieher gegeben haben, damit er nicht zwangsverstrecken muss. Da das aber sehr schwierig ist, müssen Sie das für die Klausur nicht wissen, fürs Leben und fürs Examen aber schon. Ja, also wenn Sie jetzt schon planen für Ihr Examen, müssen Sie das können. Das war der Punkt, wer. Sie haben gesehen, 266, wie
267, wer, und jetzt kommt 269, wo. Und die Norm ist relativ einfach formuliert. Die sagt in Absatz 1, ist ein Ort weder bestimmt noch den Umständen zu entnehmen, so muss die Leistung an dem Ort erfolgen, an dem der Schuldner zur Zeit der Entstehung des Schuldverhältnisses seinen Wohnsitz hatte. Und Absatz 3 sagt, allein daraus, dass die Versendungskosten vom Schuldner getragen werden, heißt das nicht, dass sich der Leistungsort ändern soll. Jetzt sind Sie alle ganz verwirrt und fragen sich, was soll diese Regelung sagen? Dazu habe ich Ihnen diese tolle Folie gemacht. Ich versuche es zu erklären, weil es nicht schwierig ist. Schritt 1. Der Leistungsort ist der Ort, wo Sie die Leistung erbringen. Die Leistung ist das, was man von Ihnen erwartet, das heißt Ihre Handlung. Zum Beispiel, wenn Sie etwas übergeben und übereignen müssen, ist das grundsätzlich der Ort, wo Sie die Sache übergeben und übereignen. Der Erfolgsort ist der Ort, an dem der Gläubiger die Leistung erhält. Jetzt sagen Sie, es muss doch immer derselbe Ort sein, damit das funktioniert. Das ist nicht der Fall. Und der typische Fall ist nämlich die Lieferung. Sie geben es an DHL, dann haben Sie es verloren, in dem Moment, wo der DHL-Mann es in die Hand genommen hat. Der Käufer kriegt es aber erst dann, wenn der DHL-Mann es ihm übergibt. Das heißt, der Leistungsort, wo Sie es dem DHL-Mann geben, und der Erfolgsort, wo es ankommt, müssen nicht zwangsläufig identisch sein. Die können identisch sein, wenn Sie es im Laden kaufen oder an der Haustür. Die können aber auseinanderfallen, wenn Sachen versendet werden. Ja, einverstanden? Das Ganze werden Sie im 4. Semester nochmal im Zivilprozessrecht lernen. Sie können überall klagen, wo der Leistungsort ist. Sie können also dann klagen, wo der Verkäufer die Sache dem DHL-Mann gegeben hat. Sie können nicht klagen am Erfolgsort, das heißt da, wo Sie sind. Wenn Sie jetzt gucken, dann sagt dieser 269, gucken Sie zunächst mal ins Gesetz. Und wenn es irgendwo im BGB eine Regelung gibt, die sagt, die Leistung muss da oder da erfolgen, gilt natürlich diese zwingende Regelung. In allen anderen Fällen gucken Sie als nächstes auf eine Vereinbarung. Wenn im Vertrag drinsteht, bitte liefer die Sache nach da oder bitte hol die Sache da ab, haben Sie auch keine Diskussion, wo geleistet werden muss. Wenn das nicht der Fall ist, kann es sein, dass es irgendwo im BGB Regelungen gibt, die sagen, es wird vermutet, dass da und da geleistet werden muss. Wenn es solche Regelungen nicht gibt, dann können Sie auf Umstände und allgemein übliche Erfahrungssätze zurückgreifen. Zum Beispiel, wenn Sie einen Flug buchen von Köln-Bonn nach Mallorca, dann ist es ziemlich offensichtlich, dass die Leistung nicht am Hauptbahnhof erbracht wird und auch nicht bei Ihnen zu Hause, sondern wohl am Flughafen. Ja? Und wenn all diese Sachen Ihnen nicht weiterhelfen und nur dann, sagt 269, wird vermutet, dass Sie die Sache abholen müssen, dass Sie dahin fahren müssen, wo der Schuldner seinen Sitz hat. Der Grundsatz ist abholen, nicht bedienen lassen. Ja? Also nicht geben, sondern nehmen. Jetzt kommt eine Sache, die immer wieder zu Verwirrungen in Klausuren führt. Dabei ist die eigentlich total einfach. Man unterscheidet die Hohlschuld, die Bringschuld und die Schickschuld. Worum geht es da? Die Hohlschuld sagt ganz einfach, der Gläubiger muss zu einem Ort, den der Schuldner bestimmt hat, und die Leistung da abholen. Und das ist im Zweifel da, wo der sein Geschäft hat. Im Zweifel muss, also wenn Sie bei IKEA einen Schrank kaufen, müssen Sie den mitnehmen. IKEA muss nicht liefern. Das nennt sich Hohlschuld. Wenn Sie einen Plasmafernseher kaufen, müssen Sie hingehen und den abholen. Wenn Sie eine Waschmaschine kaufen, müssen Sie hingehen und den abholen.
Der Gegenbegriff ist die Bringschuld. Die Bringschuld heißt, Sie können entscheiden, wo der andere seine Leistung erbringen muss. Wenn Sie eine Einbauküche kaufen, dann ist es normalerweise so, dass das Küchenstudio zu Ihnen fährt und die Einbauküche aufbaut, und zwar bei Ihnen. Sie müssen die nicht selber abholen und selber montieren, außer Sie kaufen die bei IKEA. Dann ist es eine Bringschuld. Die tragen die Gefahr, dass die Küche bei Ihnen noch ankommt. Wenn sie bei Ihnen nicht ankommt, müssen Sie eine neue Küche liefern. Das ist noch einfach. Und jetzt kommt das, was kaum jemand versteht, nämlich die Schickschuld. Die Schickschuld ist nämlich das Schwierigste überhaupt. Bei der Schickschuld kommt das genauso wie bei der Bringschuld bei Ihnen zu Hause an. Sie bestellen was bei Amazon im Internet. Das kommt bei Ihnen zu Hause an, genauso wie die Einbauküche. Der wesentliche Unterschied ist nur, dass bei der Schickschuld der Transport nicht die Pflicht des Verkäufers ist, sondern im Grunde Sie hätten hinfahren müssen, das abholen müssen und die Post als Ihr Gehilfe agiert und die Sache für Sie von A nach B transportiert. Die Schickschuld sagt also, der Versender hat seine Pflicht bereits dadurch erfüllt, dass er die Sache der Post gegeben hat. Mehr muss er nicht tun, der muss bei Ihnen persönlich nicht vorbeikommen. Und die Sachen, die bei Ihnen zu Hause ankommen, da ist irgendwo was zwischen, aber es ist Ihr Risiko. Sie tragen die Gefahr, dass die Post die Sache auf dem Weg verschlammt. Das ist Ihr Problem. Ja? Das ist die Schickschuld. Also nochmal, bei der Bringschuld muss die Sache bei Ihnen ankommen. Wenn die auf dem Weg kaputt geht, Ihr Pech. Wenn die auf dem Weg kaputt geht, muss er halt noch eine neue Sache schicken. Hier, bei der Schickschuld, tragen Sie das Risiko, was auf dem Weg passiert. Das Risiko eines Schadens auf dem Wege trägt der Käufer. Sie können sich für Klausuren eine ganz einfache Sache merken. Im Zweifel gibt es so gut wie nie Bringschulden. Der Verkäufer will grundsätzlich nicht das Risiko tragen, dass auf dem Transport irgendwas passiert. Dieses Risiko will er nicht tragen und deshalb sagt uns auch 269.3, selbst wenn er sagt, du musst keine Transportkosten bezahlen und ich übernehme die, selbst dann sollen Sie das Risiko tragen, dass es beim Transport kaputt geht. Das sagt 269.3. Um Sie jetzt mit dem Problem vertraut zu machen, habe ich mal wieder einen kleinen Fall mitgebracht. Und es geht um einen Plasmafernseher. Plasmafernseher, 200 Zoll, so. Der Plasmafernseher des B ist defekt. Er ruft im Elektrohandel des U an und bittet um Reparatur. U meint, er könne dies wohl für 150 Euro leisten. Daraufhin stimmt B zu. B wartet in der Folge und wartet und wartet und wartet. Und die Sonne geht unter und wieder auf. Und er sagt, warum kommt dieser U nicht? Und ruft daraufhin bei U an. Und U sagt, nee, nee, komm bitte mit dem Plasmafernseher zu mir. Ich möchte ihn in meiner Werkstatt reparieren. Daraufhin sagt B, was ist das denn für ein Quatsch? Ich gehe doch nicht mit dem riesen Fernseher jetzt hier, ich habe gar keinen LKW, mit dem ich tragen könnte. Der soll gefälligst zu mir kommen. Unsere Frage ist also, hat B, unser Besteller, einen Anspruch gegen U, unseren Unternehmer, auf Reparatur des Fernsehers in der Wohnung des B aus 631 BGB? Wir sind schon jetzt verwirrt, weil da nicht 433 steht, sondern 631. Gucken wir mal in den 631 rein. Und stellen fest,
Wie lautet unser Obersatz? Ja? So ist es. B könnte gegen U einen Anspruch auf Reparatur des Fernsehers in seiner Wohnung aus 631 Absatz 1, zweiter Halbsatz BGB haben. Ja, was brauchen wir dafür? Was ist unsere erste Voraussetzung? Ja. Ja, wir brauchen einen wirksamen Werkvertrag zwischen B und U. Haben wir einen wirksamen Werkvertrag? Ja. So ist es. Also in der Tat, auch ein Werkvertrag kommt zustande durch Antrag und Annahme, 145 folgende. Hier hat der U gesagt, er würde den Fernseher für 150 Euro reparieren. Das ist ein Antrag und diesen Antrag hat B angenommen und die Willenserklärung enthalten die Leistung, nämlich Reparatur des Fernsehers, die Gegenleistung, 150 Euro und die Parteien, nämlich U und B, und damit alle essentielle Negozii und damit haben wir einen wirksamen Werkvertrag. Reicht das, damit wir sagen können, jetzt hat er einen Anspruch? Jetzt denken Sie untergegangen, aber bevor wir hierzu untergegangen kommen, stellt sich uns welche Frage? Reicht es, dass ein Werkvertrag vorliegt, damit er den Anspruch hat? So ist es. Wir haben im Obersatz festgestellt, dass der Werkvertrag in seiner Wohnung erfüllt werden soll. Also müssen wir irgendwie rausfinden, muss aufgrund dieses Werkvertrages ein Fernseher in seiner Wohnung erfüllt werden, repariert werden. Und woher wissen wir das, ob der Fernseher in seiner Wohnung repariert werden muss? Muss ich jetzt den Fernseher hinbringen oder muss er zu mir kommen? Ja? Ja. Gucken wir in 269 Absatz 1 und was sagt uns der? Ja? Ja? Also, der Kollege sagt, wenn nichts vereinbart ist, davon steht nicht im Sachverhalt und aus den Umständen nichts erkennbar ist, dann muss da erfüllt werden, wo der Schuldner, derjenige, der die Leistungspflicht erbringen soll, seinen Wohnsitz hat. Und das scheint ja hier wohl die Werkstatt des U zu sein. Also wäre da zu reparieren. Aber ist es nicht so, dass wenn es ein Elektrohandel ist, der jetzt nicht, ein Elektrohandel ist ja ein Verkauf. Das ist ja nicht ausdrücklich ein Reparaturservice, also müsste es doch dann. Doch gerade andersrum sein. Wieso muss es da gerade andersrum sein? Ja, wer ist denn der Schuldner? Der Schuldner wäre hier in der Tat unser U. Der schuldet die Reparatur. Und das heißt grundsätzlich am Schuldner. Aber bevor wir sagen können, dass wir auf die Vermutung zurückgreifen, müssen wir uns nochmal was überlegen. Ja? So ist es. Ob sich aus den Umständen, insbesondere aus der Natur des Schuldverhältnisses, ein anderes ergibt. Was sagen Sie denn dazu? Jetzt müssen Sie mal hier überlegen, was ist denn da die Umstände Natur des Schuldverhältnisses? Ja, das Problem ist, das ist ein riesen Plasmafernseher, der ist relativ schwer zu transportieren. Das spricht also dafür, vielleicht muss er doch dahin, um ihn zu reparieren. Ja? Ja, weil ich muss sagen, dass ich meine, der B
Ja. Vielleicht sagt der B ja auch, ich lasse ihn woanders reparieren, das weiß man ja auch nicht. Also im Zweifel rufen Sie Mediamarkt an, die kommen immer. Ja? Ich hätte jetzt überlegt, dass man ja normalerweise, wenn man jemanden anruft und Reparatur will, zum Beispiel für einen Handwerker, dann erwartet man ja normalerweise, dass der dann hinkommt, weil man die Wand oder irgendwas nicht da zum Handwerker bringen kann. Ja. So ein Elektrofachhändler ist jetzt aber nicht unbedingt gleichzusetzen mit einem Handwerker. Ja, in der Tat, es ist eindeutig, wenn Sie sagen, ich hole den Anstreicher. Wenn Sie einen Anstreicher bestellen, macht es keinen Sinn, dass er sagt, ja, komm mal mit deiner Wand vorbei, ich streiche hier an bei mir, dann kannst du die Wand wieder mitnehmen. Auch beim, weiß ich nicht, Elektriker macht es wenig Sinn. Ja, bring mir mal dein Gebäude mit, dann baue ich die Leitung und dann kannst du es wieder mitnehmen. Das Blöde ist nur, hier haben wir dummerweise eben keine Arbeiten am Gebäude, sondern wir haben hier nur Arbeiten an einem Gerät. Was würden Sie denn sagen, wenn das eine Waschmaschine wäre? Hinbringen oder vor Ort reparieren? Ja, in der Tat, in der Werkstatt wird man auch große Elektrogeräte wahrscheinlich besser reparieren können als beim Kunden. Andererseits, jetzt Sie so als Kunde, wo ist das Problem, wenn Sie anfangen müssen? Der Normalverbraucher hat einfach keine Transportmöglichkeit für eine Waschmaschine, wenn er nur ein Smart hat oder so. Ja, der Normalverbraucher hat meistens keinen Pickup-Truck, wo er mal kurz die Waschmaschine draufpackt und die dann zum Laden fährt. Das heißt, man sagt, bei Verbrauchergeschäften über große, sperrige Elektrogeräte wird im Zweifel aus den Umständen für den Techniker erkennbar sein, dass der Kunde den gar nicht transportieren kann und dass er deshalb entweder den abholen muss und dann in seine Werkstatt bringen muss oder mit mobilem Werkzeug dahin und da das vor Ort repariert. Das heißt, Kundenservice muss im Zweifel vor Ort gemacht werden, außer bei kleinen Geräten. Also wenn es jetzt hier um Ihren iPod geht, kommt er nicht und repariert ihn bei Ihnen zu Hause, sondern müsst ihn halt mitbringen. Also, was ich, Ihr Laptop können Sie auch vorbeibringen. Aber ab einem gewissen Sperrigkeitsgrad wird gesagt, kann das dem Kunden nicht zugemutet werden. Also wird der Kunde konkludent sagen, aber selbstverständlich machst du das doch bei mir. Das Schöne ist, in einer Klausur können Sie das so oder so entscheiden. Sie müssen nur alle Umstände diskutieren, die Ihnen einfallen. Sie müssen also sagen, im Zweifel kann man in der Werkstatt besser reparieren als mit dem mobilen Werkzeug im Wohnzimmer. Andererseits ist es schwer zu transportieren und dann überlegen Sie, wessen Interesse wohl überwiegt und sagen, aus den Umständen lässt sich erkennen, entweder wird erwartet, dass es abgeholt wird oder aus den Umständen kann man entnehmen, dass es nicht abgeholt werden soll. Ist also komplett in Ihrer Hand. Ja? Schöne Sache in Jura, Sie können schreiben, was Sie wollen, es kann eigentlich nicht falsch sein. Können kaum was falsch machen. Um es ganz deutlich zu machen, ein Hausbau erfolgt immer an der Baustelle. Ja? Der Bauarbeiter muss zur Baustelle fahren, sonst funktioniert das nicht. Wenn der sagt, ich baue das dann mal bei mir im Garten, dann nützt ihm das nichts. Schwieriger bei einer Flugreise. Bei einer Flugreise verschiebt sich der Leistungsort. Der Pilot muss auch immer weiter fliegen. Die ersten 2 mm, die nächsten 2 mm, die nächsten 2 mm. Das heißt, die ganze Flugreise ist eine komplette Strecke, wo Leistungsorte sind. Jeder Millimeter ein weiterer. Nicht der Anfangspunkt und nicht nur der Endpunkt, sondern alles von Anfang bis Ende und dazwischen. Dann, um es mal ganz schwierig zu machen, wenn Sie Bauarbeiter sind und angestellt sind, dann sagt der Chef, heute baust du mal da, morgen baust du mal da und übermorgen baust du mal da. Dann ist der Leistungsort nicht etwa jeden Tag woanders an der Baustelle, sondern es wird gesagt, Ihr Leistungsort ist da, wo Ihr Chef seinen Unternehmenssitz hat. Weil im Grunde ist das wie so eine Krake, das sind alles nur so die Fangarme und Sie haben Ihre Tätigkeit da zu erbringen, wo der Krakenkopf ist. Ja? Letzter Punkt, Kaufpreis
muss immer da bezahlt werden, wo der Käufer seinen Sitz hat. Der Käufer ist der Schuldner der Kaufpreiszahlung, das heißt, er muss die bei sich zahlen. Der Verkäufer müsste kommen, das Geld sich abholen. Wir werden aber gleich sehen, dazu gibt es eine Sonderregelung. Wenn Sie das Gesetz ganz genau lesen, werden Sie sehen, 269 Absatz 1 spricht von Wohnsitz. Wohnsitz ist in § 7 definiert. § 7 ist BGBA, das haben die letztes Semester ja gemacht. Daher wissen Sie, was der Wohnsitz ist. Der Wohnsitz ist da, wo Sie sich ständig niederlassen, wo Sie auf Dauer leben. Und das BGB sagt ausdrücklich, Sie können mehrere Wohnsitze haben. Zum Beispiel, wenn Sie die eine Hälfte der Woche da wohnen und die andere Hälfte der Woche bei Ihrer Freundin oder bei Ihrem Freund wohnen, dann haben Sie einen Wohnsitz da, wo Sie normalerweise sind und einen zweiten bei Ihrem Beziehungspartner. Das Ganze ist auch ein bisschen komplizierter, wenn Sie gucken, § 8 sagt, was mit Kindern. Wer geschäftsunfähig ist, kann den Willen nur mit seinen Eltern begründen, aber das interessiert uns alles nicht so sehr. In dieser Klausur müssen wir es auch nicht wissen. So, 269 hat eine weitere interessante Regel, der sagt nämlich, es kommt darauf an, wo der Schuldner bei Vertragsschluss seinen Wohnsitz hat. Und dieser Gedanke gilt auch dann, wenn was anderes vereinbart ist. Grundsätzlich trägt der Schuldner nicht das Risiko, dass der Gläubiger umzieht. Wenn der Gläubiger von A nach B nach C nach D zieht, stellen Sie sich vor, unser Fall hier, der K bestellt bei V einen IKEA-Schrank. K wohnt in Bonn und V wohnt in Köln. Und der Kölner denkt sich, ach komm, den kann ich mal kurz nach Bonn rüberfahren. Und die vereinbaren, ich liefere dir das zu dir. Tolle Sache. Einen Tag später sagt K, übrigens, ab morgen wohne ich in Shanghai. Du hast ja gesagt, du lieferst mir das. Und dann steht der arme V da, der dachte, er packt das mal kurz in seinen Mercedes E-Klasse und denkt sich, wie kriege ich die Mercedes E-Klasse jetzt nach China rübergebracht mit dem IKEA-Regal. In dem Moment, wo ich umziehe, kann ich weiterhin nur Lieferung nach Bonn verlangen. Wenn ich Lieferung nach Shanghai will, ist es eine Vertragsänderung. Und diese Vertragsänderung hat zur Folge, dass die Kosten, die dadurch entstehen, nicht von V getragen werden müssen, sondern von K. Und wenn auf dem Flug irgendwas kaputt geht, ist auch das Problem des K. Weil V hat nur gesagt, ich bringe es bis nach Bonn, aber nicht bis nach Shanghai. Das heißt, die längere Strecke ist das Risiko desjenigen, der sie verschuldet hat. Wer umzieht, ist selber schuld. Eine Sache, die mich in Klausuren total nervt, ist, jetzt haben Sie alle gesagt, oh, Leistungsort, und tolle Sache. In 99,9% der Klausuren müssen Sie kein Wort zum Leistungsort bringen. Sie lernen hier ganz viele Sachen, von denen die meisten nur in einer oder zwei oder drei Arten von Klausuren drankommen. Sie müssen nicht in jeder Klausur einen Satz schreiben, der Leistungsort war da und da oder es lag hier eine Hohlschuld vor oder sowas. Das ist ja toll, aber wenn es nicht darauf ankommt, brauchen Sie das nicht zu schreiben. Wann kommt es darauf an? Es kommt darauf an, in den Fällen, die wir am Montag machen, nämlich bei der Gattungsschuld. Wenn es darum geht, Sie schulden ein beliebiges Auto und haben eins auf den Weg gebracht, dann müssen Sie sagen, wann ist die Gefahr, dass es kaputt geht, übergegangen. Es kommt darauf an, in dem, was Sie am Anfang gemacht haben, beim Annahmeverzug. Es kommt darauf an, wer die Kosten des Transports trägt und es kommt darauf an, wenn es um ZPO geht, was wir hier nicht machen. In allen anderen Fällen schreiben Sie kein Wort zum Leistungsort. Sie schreiben da nur was zu, wenn es darauf ankommt und es kommt nur darauf an in Fall 1, 2 oder 3. Und alle anderen Fälle kein Wort dazu. Ja? Denn weil sonst schreiben Sie bei jeder Klausur die Finger wund und das bringt Ihnen keine Pluspunkte. Wenn Sie es falsch machen, gibt es Minuspunkte. Wenn Sie es richtig machen, gibt es auch keine Pluspunkte. Dann lassen Sie es lieber gleich sein. Um Sie jetzt total zu verwirren, gucken wir uns als nächstes an den Paragraphen 270. 270 ist eine Ergänzung zu 269 für Zahlungspflichten, wenn es ums Geld geht.
Und diese Norm ist nun wirklich komisch formuliert. Wir fangen am Ende an. Wenn Sie den letzten Absatz lesen, steht da, die Vorschriften über den Leistungsort bleiben unberührt. Und das bedeutet, grundsätzlich muss Geld abgeholt werden. Der Leistungsort für Geldschulden liegt grundsätzlich beim Schuldner, beim Käufer, beim Besteller, beim Mieter und so weiter. Und wenn das so wäre, wäre es alles einfach, aber wir haben noch zwei Absätze davor. Und Absatz 1 sagt uns das Gegenteil, lustigerweise. Da steht nämlich drin, Geld hat der Schuldner im Zweifel auf seine Gefahr und seine Kosten dem Gläubiger an dessen Wohnsitz übermitteln. Das bedeutet, Sie müssen das Geld nicht abholen lassen, die können nicht warten, bis der kommt, sein Geld zu holen, sondern Sie müssen es zu ihm schicken. Zu ihm schicken heißt natürlich nicht, ich habe einen Umschlag mit Geld da rein, sondern Sie machen eine Überweisung. Und wenn da steht, auf seine Kosten und seine Gefahr, bedeutet das, Sie zahlen die Überweisungsgebühren und Sie haben die Gefahr, wenn die Bank das Geld irgendwo verschlampt, Sie kennen das, Bankirrtum zu Ihren Lasten, dass Sie nochmal zahlen müssen. Also nicht wie beim Monopoly. Und dann kommt noch Absatz 2, der sagt, wenn der Schuldner umzieht und dadurch weitere Kosten entstehen, das gilt vor allen Dingen, wenn er ins Ausland zieht. Sie ziehen von Deutschland nach China, dann bedeutet das, dass Sie eine Auslandsüberweisung tätigen müssen, die wird teurer. Und diese Kosten muss dann der Gläubiger bezahlen. Ja. Ich habe den Absatz 2, lassen Sie außer Acht. Das ist eigentlich Absatz 2, den habe ich außer Acht gelassen, weil das derselbe Absatz ist wie in 269. Also Absatz 2 sagt einfach nur, wenn es nicht um Menschen geht, sondern um Unternehmen, lassen die den außen vor. Also da geht es um den Sitz des Unternehmens und nicht um den Sitz des Menschen. Also in der Tat, da ist auf der Folie ein Fehler, da müsste stehen Absatz 3, Absatz 4. Da ist natürlich dieses Punkt, Punkt, Punkt da, die Nummerierung ist falsch. Das bedeutet, das Gesetz sagt ganz einfach, grundsätzlich besteht zwar eine Hohlschuld, aber Sie müssen es trotzdem schicken. Ja? Warum macht der Gesetzgeber sowas? Er wollte eigentlich mal sagen, wenn die Bank länger braucht als erwartet, dann müssen Sie keine Verzugszinsen zahlen, weil Sie damit rechnen können, dass die Bank es rechtzeitig macht. Es reicht also die rechtzeitige Veranlassung der Überweisung. Wann das Geld auf dem Konto des Empfängers ankommt, ist egal. Andererseits, wenn es nie ankommt oder wenn es Bankgebühren gibt, dann hat das halt derjenige zu zahlen, der zahlen muss. Also der Zahlungsverpflichtige muss auch die Kosten bezahlen. Deshalb spricht man von einer qualifizierten Schickschuld. Sie tragen auch das Verlustrisiko und die Kosten, aber sie tragen nicht das Verzögerungsrisiko. Ja? So verwirrend kann man das regeln. Und wir können es noch verwirrender machen, um sie noch richtig zu verwirren. Denn alles, was in diesen Paragraphen drin steht, wird heute überwiegend nicht mehr angewandt. Wir tun so, als würde der Paragraph gar nicht im Gesetz stehen, sondern als würde da drin stehen, das Geld muss beim Gläubiger ankommen. Punkt. Ja? Also wir tun so, als würden wir Absatz 4 komplett streichen. Es gibt keinen Absatz 4 mehr. Geld ist auf Gefahr und Kosten des Schuldners an den Gläubigen zu übermitteln. Und Gefahr meint hier nicht nur Untergang, sondern auch Verzögerung. Warum machen wir das so? Es gibt eine Europäische Union. Sie kennen das, das ist das mit den Sternen. Sie kennen das, wo England austritt demnächst. Und die Europäische Union hat gesagt, wir wollen, dass unsere EU-Bürger pünktlich zahlen. Und um das durchzusetzen, haben wir eine Zahlungsverzugsrichtlinie gemacht. Und die sagt, es kommt darauf an, dass das Geld pünktlich beim Gläubiger ankommt. Und diese Regelung hat Vorrang gegenüber unserem BGB. Und deshalb wird diese Regelung so angewandt, dass
es auch bei Verzögerungen zu Lasten des Zahlungspflichtigen wirkt. Das heißt, das Geld muss pünktlich beim Gläubiger ankommen. Sonst hat der Schuldner seine Pflichten verletzt. So, letzter Punkt für heute, das geht ganz schnell, die Leistungszeit. Die ist geregelt in 271. Also nochmal, wie geleistet wird, 266, wer leisten muss, 267, wo geleistet werden muss, 269, wann geleistet werden muss, 271. Und da sagt das Gesetz uns, grundsätzlich, wenn nichts gesagt worden ist, muss sofort geleistet werden. Das nennt man Fälligkeit. Fälligkeit ist der Zeitpunkt, zu dem geleistet werden muss. Wenn Sie weiterlesen, steht da was, der Schuldner sofort bewirken. Da geht es um den Zeitpunkt, wo geleistet werden darf. Sie können sagen, ich möchte das spätestens dann und dann. Dann sagt uns das BGB, kann man auch grundsätzlich und freiwillig vorher leisten. Man muss dann leisten, wenn es vereinbart ist. Man darf schon vorher leisten. Ja? Also man darf vorher leisten. Man kann aber auch vereinbaren, dass man nicht vorher leisten darf. Stellen Sie sich vor, Sie bestellen was und sind aber in Urlaub. Dann macht es keinen Sinn, wenn die Sache vorher da ist. Das heißt, Sie wollen, dass frühestens geleistet wird, wenn Sie wieder da sind. Klar? Sie können also auch das Zeitpunkt darf hinauszögern. Das ist ganz einfach. Wichtig ist für Sie aber, wann müssen Sie was in der Klausur dazu schreiben? Und da gilt wieder das Gleiche wie für den Ort. Sie müssen nur was dazu schreiben, wenn es eine Auswirkung auf Ihre Ergebnisse hat. Und ich habe Ihnen hier alle Fälle aufgeschrieben, wo es eine Rolle spielt, nämlich bei der Verjährung, die Sie hoffentlich letztes Semester gemacht haben, beim Verzug, den wir dieses Semester machen, so 86, und bei Rücktritt und Schadenersatz der Leistung, die wir auch dieses Semester machen. Die Erfüllbarkeit spielt eine Rolle bei Annahmeverzug. Wir haben eben jetzt vor 94 gehabt. Leistung wie geschuldet. Und bei der Aufrechnung, die wir auch noch dieses Semester machen werden und sonst nie. Also Sie sehen, Sie müssen nur was zu diesem sofort schreiben, wenn es darauf ankommt. Und wir machen die Fälle, wo es darauf ankommt, hier noch in dieser Vorlesung. Und damit haben wir auch darüber gesprochen, wie Leistungspflichten zu erfüllen sind. Und das müssen Sie jetzt bis nächste Woche Montag behalten, wer, wie, wo und wann. Und dann machen wir Montag weiter mit der Gattungsschuld. Und das wird schwierig.